Kaylee Cuoco begann ihre Karriere in Hollywood schon als Kind, zunächst in Werbespots und dann als Fernsehschauspielerin. Im Laufe der Jahre hatte sie Hauptrollen in allen möglichen Filmen, von Meine wilden Töchter über The Flight Attendant bis hin zu Harley Quinn. Natürlich wird Cuoco am meisten mit ihrer Hauptrolle in der seit langem laufenden CBS-Sitcom The Big Bang Theory in Verbindung gebracht, in der sie Penny spielt, eine Frau, die dem Leben ihrer Serienkollegen Leonard alias Johnny Galecki und Sheldon alias Jim Parsons gegenübersteht und mit ihnen verwickelt wird. Im Vergleich zu Cuocos praktisch lebenslanger Schauspielkarriere hatte Parsons einen etwas späten Start. Seine ersten nennenswerten Rollen bekam er alle in seinen 30ern, darunter eine Quiznos-Werbung im Jahr 2003, die ihn dem TV-Publikum quasi vorstellte. Dennoch begann er nur 4 Jahre nach seinem berüchtigten Quiznos-Werbespot mit der Darstellung von Sheldon Cooper in der Serie The Big Bang Theory und etablierte sich schnell als feste Größe im Fernsehen und als bekannter Name. Vor diesem Hintergrund veröffentlichte Variety im Februar 2021 ein Interview mit Cuoco, das verschiedene Zitate der Schauspielerin über die Zeit der 12 Staffeln von The Big Bang Theory enthält. Neben einer Reihe anderer Einblicke teilte Cuoco in dem Interview ihre Sichtweise darüber mit, wie es war, mit Parsons zusammenzuarbeiten, und bezeichnete ihren Co-Star als ein großes Talent. In einem separaten Artikel, der in Verbindung mit dem Profil von Cuoco veröffentlicht wurde, schrieb Variety-Autorin Kate Arthur, dass sie, Zitat, mit Stolz und Zuneigung auf ihre 12 Staffeln bei CBS The Big Bang Theory zurückblickt und mit Bewunderung für ihren ehemaligen Co-Star Jim Parsons. Im Laufe des Interviews erzählte Cuoco viel darüber, wie sie mit dem Ende von The Big Bang Theory zurechtkam und sprach sogar darüber, wie sie sich dabei fühlte, als sie zum ersten Mal erfuhr, dass die 12. Staffel der beliebten CBS-Sitcom auch ihre letzte sein würde. Cuoco bezeichnete ihre Rolle in der Serie als großartigen Job und verriet, dass sie und ihr Big Bang-Kollege Johnny Galecki vorhatten, weiterhin in der Serie mitzuspielen, als Parsons beschloss, sie zu verlassen. Sie gab zu: Jim sagte, ich glaube nicht, dass ich weitermachen kann. Und ich war so schockiert, dass ich buchstäblich fragte, mit was weitermachen. Ich wusste nicht einmal, wovon er sprach. Die Schauspielerin verriet weiter, dass Big Bang Theory-Mitschöpfer Chuck Lorre den Wunsch von Parsons, die Serie zu verlassen, als ein Zeichen für das Ende der Serie ansah und erinnerte sich daran, wie Lorre ihr und den anderen Darstellern sagte: Wir sind alle für einen, einer für alle, und wir werden das nicht ohne das gesamte Team machen. Der zukünftige Flight Attendant Star fügte hinzu, dass sie mit Lorres Entscheidung durchaus einverstanden war, wie sie sagte: Das war das Einzige, worüber wir uns alle einig waren. Wir sind zusammengekommen und wir werden zusammen gehen. Glücklicherweise scheint Parsons Entscheidung, The Big Bang Theory zu verlassen, Cuocos Meinung über ihn nicht im geringsten beeinflusst zu haben. Tatsächlich legt Cuoco in ihrem Variety-Interview Wert darauf, ihrem ehemaligen Big Bang Co-Star gegenüber so höflich wie möglich zu sein. Im Gespräch mit Variety beschrieb Kaylee Cuoco Jim Parsons als, ich zitiere, 100% den bahnbrechenden Star von The Big Bang Theory und erzählte: Die Sachen, die er in der Serie gemacht hatte, waren eine unglaubliche Erfahrung für mich. Anschließend lobte sie vor allem Parsons Dynamik mit Johnny Galecki. Während Parsons für die Rolle des exzentrischsten Hauptcharakters der Sitcom gecastet wurde und Galecki als seine Stimme der Vernunft dienen sollte, argumentierte Cuoco, dass ihre Dynamik vielmehr zum ungewöhnlichen Element der Serie wurde, während sie ihre Auftritte mit einer geerdeten Perspektive ausglich. Cuoco sagte: Das ist es, was Big Bang für mich war. Ich war auf eine seltsame Art und Weise fast die normale Person. Kurz gesagt, Cuoco schreibt einen beträchtlichen Teil des Erfolgs von The Big Bang Theory der schauspielerischen Leistung von Parsons zu. Natürlich ist Cuoco selbst kein unbeschriebenes Blatt in Sachen Schauspielerei. Schließlich hat The Flight Attendant, Cuocos neuestes Projekt, bei Rotten Tomatoes eine Kritikerbewertung von 97% und wird bald für eine 2. Staffel zurückkehren. Was Parsons betrifft, so ist seine bisherige Filmografie seit dem Ende von The Big Bang Theory relativ spärlich, abgesehen von seiner Arbeit als Sprecher der Spin-off-Serie Young Sheldon. Doch angesichts seiner natürlichen Affinität zur Schauspielerei, die Cuoco in ihrem Variety-Interview anerkannte, könnte eine Rückkehr von Parsons unmittelbar bevorstehen. Schaut euch auch eines unserer neuesten Videos gleich hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsschauspieler. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.